Jo Leute, jetzt kommt dann gleich ein neues Video von meinem Haltungsbericht und im Anschluss noch ein kleines Tutorial, das ich gemacht habe. Viel Spaß beim Video, schaut rein und wir sehen uns gleich. Tschüss Leute. Yo, hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video von meinem Haltungsbericht der Messa Barbarus. Wir schauen wieder ein bisschen rein, was ich so getan hat. Ich habe jetzt ein bisschen die Arena wieder sauber gemacht. Und ja, wir schauen ein bisschen, was ich so getan hat. Die Körner sind jetzt ganz gut weggegangen. Also bin jetzt wieder übergegangen zu einem normalen Vogelfutter. Es hat ihnen viel besser geschmeckt aus dem Tiershop. Und gerade bekommen sie Heimchen, die gefroren waren und jetzt reingekommen sind, die was sie auch schon eingetragen haben. Das ist jetzt nur noch der Rest, der hier übrig ist. So, den Eingang habe ich ihnen gelassen, den habe ich nicht weggemacht. Den sollen sie so haben, wie sie ihn gebaut haben. Soll ja auch ein bisschen cool ausschauen. Und jetzt schauen wir dann noch ein bisschen in die Anlage, also ins Nest hinein, was sich so getan hat. Hier sind alle ganz chillig drauf, ein bisschen Körner haben sie wieder umgelagert. Hier sehen wir massenhaft Brut, die jetzt ein bisschen versteckt sind. Und massenhaft Larven sind jetzt endlich da, also die wollen heuer richtig, richtig durchstarten. Da sitzen sie jetzt so alle drauf, aber wir können hier rüber gehen. Und hier sind richtig, richtig schöne, viele fette Larven. Zoomen wir ein bisschen rein. Ist ja was Schönes. Hier geht richtig was ab. Auch schon erste Puppen wieder da. Also wenn man so ein bisschen reinschaut, da ist so eine Nacktpuppe. Hier verpuppt sich alles und jeder. Also die geben jetzt ordentlich Gas. Das gefällt einem, jetzt weiß man, dass das alles auch ein bisschen Sinn macht, was man hier so tut. Wir gehen ein bisschen zurück. Hier ist so eine kleine Mayo-Arbeiterin, mehr oder weniger klein, die sich da gemütlich macht und zuschaut. Da haben wir noch unser großes Korn-Sammelsorium, wo sie alles irgendwie hauptsächlich bunkern. Hier noch eine kleine Kornkammer, die voll ist. Und ja, jetzt sitzen alle ein bisschen aufeinander. Aber das ist ja nicht weiter schlimm, dürfen sie gern tun. Wir haben wunderschön viel Ameisenbrot. Die Chefin geht jetzt auch mal ein bisschen inspizieren, ob alles so nach ihren Wunschvorstellungen läuft. Ah, das gefällt mir. Wenn man da so reinschaut, sieht man erstens Eier, zweitens kleine Larven und viele, viele Puppen. Also in spätestens einen Monat, glaube ich, haben wir 30, 40 Arbeiterinnen mehr hier. Ist richtig, richtig toll. Gefällt mir sehr, sehr gut. Was gibt es sonst noch Neues? Ich habe jetzt etwas gebaut, das ich dann in Zukunft ausprobieren werde. Und dazu kommt jetzt am Ende vom Video kommt ein kleines Tutorial, was ich hier gemacht habe, wo ich das Ganze präsentieren werde. Und wie das Ganze dann in der Praxis abläuft, sehen wir dann im nächsten Video. Wir schauen hier noch ein bisschen zur Brut. Ist ja was Schönes. Das gefällt wirklich. Und ja, da kommen sogar richtig große Arbeiterinnen daher, wie man so sieht. Fetten Larven. Schön. Gefällt mir gut. Das ist nur ein kurzer Reinblick. Es geht hier hauptsächlich dann ums Tutorial, das dann im Anschluss kommt. Ich sage es auch im Tutorial danach noch wieder. Wenn euch das Video gefallen hat, wenn ihr Fragen habt, jederzeit alles gerne kommentieren, liken, teilen, abonnieren, wer noch nicht abonniert hat. Wir sind ganz gut beim Wachsen. Wir haben jetzt bald 180 Abonnenten. Wahnsinn, was hier ihr alle mit mir zusammen hier schafft. Wir bekommen aus mir noch einen richtigen YouTuber, finde ich voll cool. Ja, also wir sehen uns jetzt dann gleich beim Tutorial. Danke Leute fürs Reinschauen
Und dann geht es jetzt ab zum Tutorial. Tschüss Leute, danke. So Leute, danke fürs Dranbleiben. Jetzt kommt ein kleines Tutorial, das ich mir ausgedacht habe von einer kleinen Sache, die man auch ganz groß machen kann, die nicht viel Geld kostet, die Spaß macht zu machen. Und ja, seht es euch einfach an. Was habe ich gebaut? Ich habe ta-ta-ta-ta, eine Ameisenstraße gebaut. Eine kleine Ameisenstraße für jetzt Ameisen, die gerne Straßen machen, wie zum Beispiel Messer Barbarus oder andere Messerarten, aber auch eben andere Ameisen. Ich schätze mal, das würde bei vielen Ameisen funktionieren. Woraus besteht diese Ameisenstraße? Also es ist ein Korpus, den ich gebaut habe, zum Teil, der innen eine Gipsschicht hat und Sand drinnen hat. Ich zeige euch das Ganze mal ein bisschen hier. Hier ist so, genau, man sieht es jetzt einigermaßen gut. Hier verläuft die Ameisenstraße, sozusagen sollte die dann verlaufen, und die hat dann hinten einen Schlauchanschluss mit 12 mm Durchmesser und auf der anderen Seite einen Anschluss mit 12 mm Durchmesser. So kann man das bequem zwischen Nest und Formicarium schalten, also zwischen Arena und Nest, und die Ameisen können dazwischen lustig hin und her laufen und ein bisschen natürlicher ihre Sachen machen. Wie das Ganze gebaut wurde, zeige ich euch jetzt gleich. Zum Schluss könnt ihr dann mir einen Daumen hoch geben oder Fragen stellen. Ich versuche natürlich möglichst schnell zu antworten. Dann geht's jetzt los mit dem Tutorial. Viel Spaß! So Leute, ja, wir fangen gleich an. Was brauchen wir dazu? Als erster brauchen wir so ein Kabelführungsteil. Das habe ich im Baumarkt bekommen. Muss ich das ein bisschen, ist noch so lang. Das ist hier innen hohl und hat so einen Deckel, den kann man abmachen. Dann hat man hier so eine tolle Schale. Ja? Und was ich als erster mache, dieses Teil einmal zurechtschneiden. Aber genau, ich sage euch jetzt lieber, was wir alles brauchen. Also wir brauchen dieses Kabelführungsteil, hat im Baumarkt 3 Euro ungefähr gekostet, die 2 Meter. Den Rest davon brauche ich ja dann fürs große Nest. Was brauchen wir noch? Panzertape zum Abdichten, handelsübliches Panzertape. Wir brauchen Dr. Magister Dremel mit einem Kreissägenaufsatz. Ich hoffe, man kann das jetzt einigermaßen gut sehen. Dann einen Fräsaufsatz und einen Bohraufsatz. Wir brauchen einen Schlauch. Hier haben wir Innendurchmesser 12 mm. Kann man aber auch mit 10 mm machen. Ich will ja generell ein bisschen größer werden. Drum 12 mm. Und von dem Schlauch brauchen wir jetzt für den Anfang gerade mal jeweils 5 cm für die Verbindungsstücke. Den Deckel von dem Teil nehme ich dann für die Wände her, das zeige ich euch eh genau. So, was brauchen wir noch? Wir brauchen Modelliergips als Bodengrund, den ich dann reinmache, weil wir wollen ja, dass das einigermaßen cool ausschaut. Und wir brauchen feinen Sand. Das ist jetzt so ein Quarzsand, den streue ich dann oben noch drauf. Und ja, man kann aber auch gröberen Sand nehmen, man kann auch ein bisschen Kies nehmen. Nur wichtig ist, ich will ja, dass die. Jetzt muss ich das wieder so ein bisschen zeigen. Moment. Ich will ja, dass diese Innenwände. Warte, ich zoome. Achtung, Moment, es wird gezoomt. So, diese Innenwände hier sollen möglichst glatt bleiben, dass die Ameisen hier nicht so leicht draufkommen. Und diesen Nippel hier, der da oben ist, diesen Rand, den schneide ich weg. Dann bekomme ich hier eine schöne gerade Kante. Ich kann auch schön reinschauen. Und da kommt dann Paraffinöl hin. Dann kann erst recht nichts mehr passieren. So, hoppala, falsch gezoomt. Das ist wieder typisch Bahnkammer, der schafft wieder keine Kamera. So, also feinen Sand, Modelliergips habe ich gemacht. Wasser haben wir auch zum Anrühren für den Gips.
ein scharfes Messer, einen Rollmeter natürlich logischerweise und andere Utensilien. Einen Löffel zum Anrichten, dürfte nicht so kompliziert sein. So, wir fangen jetzt an. Und zwar messen wir uns jetzt gute 30 cm von dem Teil ab. Schauen wir mal, dass wir das Ganze wieder schön hier im Blick haben. Ah, genau, was ich mir frage, warum dieses Panzertape? Hier oben sind, hier im Boden sind so Löcher drinnen, weil normalerweise machst du diese Führung an die Wand ran. Und weil ich das aber anders machen will, weil sonst würde sie ja rausfallen, die ganze Chance hier, biege ich da eben Panzertape kleine Streifen rein. Warte, ich zeig's euch, genau. Panzertape hier rein und da gieße ich dann Gips drüber und mache mit Sand einen schönen Boden draus und dann sieht das Ganze auch ganz toll aus. So, wir zoomen wieder raus. Hui! Nehmen den Rollmeter und haben wir gesagt, machen wir mal 30 cm. Das ist jetzt nur reine, ein rein Übungsprojekt, weil ich das Ganze ja dann in Großformat in meiner Wohnung führen lassen will. 30 und dann noch einmal 30, das ist ja auf jeden Fall passt hier. Zu lang will ich jetzt am Anfang noch nicht expandieren, weil wer weiß, mögen es die Ameisen nicht oder gibt es da irgendwelche anderen Probleme, dann haben wir umsonst zu viel Arbeit gemacht. So, eine Hilfslinie. Schon gesagt, so ultra genau ist es ja nicht. Ist ja erstens zur Übung und zweitens klebe ich das Ganze dann auch noch rein. So. Dann nehmen wir Dr. Meister und Godfather of the Schneidaktion Dremel. So, kann man das ein bisschen zoomen hier bitte? Dankeschön. Bisschen genau. Jetzt wird es einmal ein bisschen laut. So, jetzt können wir endlich dieses lange Teil endlich wegmachen. Jetzt kann ich euch das Teil noch mal ein bisschen genauer zeigen. Also sieht so aus. Hier eben die Löcher drinnen, die werden zugemacht. Und es sind jetzt ungefähr, ich kann es euch sogar abmessen, haben wir ja alles da. Das ist jetzt ungefähr 4 cm genau breit. Ach, ich und meine handwerklichen Fähigkeiten. So, Moment, Moment. Haben wir gleich, ja. Ihr könnt es mir glauben, es sind 4 cm, 30 cm in der Länge und jetzt zoomen wir wieder ein bisschen raus hier. So, jawohl. Und jetzt schneiden wir noch diesen Nippel hier ab. Jetzt überlege ich gerade, ob ich das Ganze auch noch mit dem Dremel mache. Weil das Messer wird wahrscheinlich... Ja, das ist eh zu hart. Wir nehmen wieder diese Kreissäge vom Dremel her und schneiden das Ganze hier natürlich schön runter. Thank you.
So, es wird jetzt ein bisschen lauter, aber wir haben bekommen, was wir wollten. Diese Kanten schleifen wir noch ein bisschen mit einem Schleifpapier ab und dann bekommen wir hier eine wunderschöne gerade Kante. So. Sieht ja schon mal gut aus. Ist auch einigermaßen gerade geworden. Jawohl. Ist ja nur reines Übungsprojekt hier. So, dann brauchen wir jetzt den Deckel. Warum nehme ich den Deckel? Erstens, weil er schon da ist, brauche ich nicht extra etwas kaufen. Und weil der innen so, also dann die Innenseite quasi da, wo die Ameisen rauskommen, ist schön glatt. Dann haben wir hier auch schon ein bisschen Ausbruchschutz vorhanden. Also da brauche ich ja gar keine, bin ich doof. Brauche ja gar nicht so viel. Leute, Leute, Leute. Mein erstes Mal. Ach, richtig. So. Wir brauchen 3,5 cm in der Höhe. Das heißt, wir messen hier jetzt einfach mal 3,5 cm ab. Ihr bekommt es sicher noch besser hin, wenn ihr das nachmachen wollt. Ich bin jetzt nicht der Oberprofi-Handwerker. Drum seid nachsichtig mit mir, so wahnsinnig gut bin ich jetzt nicht wie manch anderer. Bisschen ranzoomen, dass ihr auch ein bisschen was seht. Ist nichts Spektakuläres. Wir bauen uns hier einfach noch ein paar Seitenwände. In die Seitenwände machen wir dann Löcher rein, wo der Schlauch dann reingeklebt wird. Und aus dem Schlauch kommen die Ameisen, kommen in ihre schöne neue Straße und gehen dann bis ans andere Ende in den nächsten Schlauch wieder rein und dann in die Arena rein. So lässt sich diese Ameisenstraße leicht wieder runter koppeln sozusagen, falls doch irgendwas ist. Und man hat nicht so viel Arbeit. Und dann können wir quasi diese Sachen mit Heißkleber hier ankleben. Und das sieht dann wie folgt aus. Also die glatte Seite. Ach Leute. So, die glatte Seite kommt dann innen rein, wird dann so reingeklebt oder besser gesagt draufgeklebt. Und da machen wir dann den Schlauch rein. So ist es dann von innen her dicht. Da können die Ameisen rauskommen. Und wir haben eine Straße. Ja, ich hole jetzt schnell den Heißkleber, den habe ich nämlich noch vergessen. Moment. So, Heißkleber haben wir da. Der heizt sich jetzt dabei auf. So, wir können anfangen, dass wir einzeichnen, wo der Schlauch hinkommt. Ich möchte das Ganze natürlich möglichst nah am Boden haben. Also mache ich hier mal einen professorischen Punkt hin, wo denn ungefähr der Schlauch dann ist. So. Es wird eben
ein bisschen versenkt. Das sieht dann quasi so aus. Und da kommt dann der Schlauch rein. Und das könnten wir eigentlich jetzt auch gleich bohren auch. Dabei, bis der Heißkleber Temperatur hat. Heißkleber nehme ich deswegen irgendwie gerne. Erstens, weil er fast keine Trockenzeit hat. Du bist relativ schnell, kannst du wieder weitermachen. Und er ist ein bisschen thermoplastisch, das heißt, wenn einmal die Temperatur höher sein sollte, passt er sich doch ein wenig an. Und ja, also er ist auch für, bis jetzt hat es nie irgendwas gegeben, also er dürfte doch recht ungefährlich für die Ameisen sein. Ich habe bis jetzt keine schlechten Erfahrungen gemacht. So, dann machen wir Kreissäge raus. Den kleinen Bohrer mal rein. Dann bohren wir hier ein paar Löcher. Das Teil ist irgendwie cool, da kann man sogar so auch schon fräsen. Genau, bevor ich es vergesse, nehmen wir ein bisschen was von unserem Schlauch. Wie gesagt, es reichen eigentlich pro Seite ein paar Zentimeter. Gerade so viel, dass man halt ein bisschen arbeiten kann damit. Möglichst gerade abschneiden. Gerade nur damit die Ameisen auch eine gewisse Vorgabe haben, wo sie denn laufen sollen. So, den Bohrer wieder raus. Moment, ich gehe wieder zurück ein bisschen. Bohrer wieder raus. Den Fräseinsatz rein. Und dann fräsen wir uns die Löcher so, dass der Schlauch reinpasst. Mal probieren. Passt schon durch. Moment. So Leute, Entschuldigung, es hat gerade an der Tür geläutet. Wir haben jetzt eben eine Seite schon soweit fertig. Ein bisschen Spielraum darf ruhig sein. Es wird ja eh reingeklebt. Und das gleiche machen wir auch mit der zweiten Seite. Schon passen.
ein bisschen streng noch. Jetzt passt's. So. Entweder geht es ein bisschen strenger oder ein bisschen leichter. Das ist egal. Und wir schieben, ich zeige euch das mal, wir schieben den Schlauch hier quasi bis ans Ende. Und so wird da auch reingeklebt, so dass die Ameisen wirklich aktiv die Straße benutzen und nicht hier noch elends viel Schlauch hier zum Laufen haben. Auf der Seite natürlich auch. Genau. Jetzt sehe ich gerade, ich muss schnell die Kamera anstecken. Irgendwie wollte die nicht laden. Moment. So, jetzt sind wir wieder da. Jetzt kurze Unterbrechung. Wo waren wir stehen geblieben? Wir haben jetzt eben die Führungsschiene fertig geschnitten. Wir haben die Seitenteile fertig und kleben jetzt den Schlauch quasi mit Heißkleber an. Man kann das Ganze jetzt ein bisschen drüber stehen lassen, ist nicht verkehrt, aber eben so, dass die Ameisen schon auch die Straße benutzen sollen. Dazu gehen wir her und machen mal zwei Punkte, wo der Heißkleber drankommt. Das Gute am Heißkleber ist, man kann eben gleich ein bisschen Luft zuführen und der Heißkleber wird gleich einmal trocken und hart. Und schon hält uns das Ganze schon ein bisschen besser. Ich hoffe, man kann einigermaßen sehen, was ich hier mache. Ist gerade schwer bei so kleinen Arbeiten, dass man das möglichst so zeigt, dass die Leute sich auskennen, was ich hier murkse. Ein bisschen mit Spucke glatt drücken, dass es auch schön in die Fugen reingeht. Und das Ganze dann kurz ein bisschen abkühlen lassen, dann machen wir das Ganze von der anderen Seite. Dabei kommt die andere Seite dran. Hier haben wir es ein bisschen enger. Also es ist wirklich besser, ihr fräst das so zu, dass der Schlauch wirklich ganz knapp reingeht. Dann habt ihr hier nicht den Scheiß wie ich, dass das ein bisschen wackelt. Ein bisschen lassen wir es rausstehen. Dann einmal schön drumherum. So, ich zeige euch das jetzt Ganze ein bisschen. Ihr könnt euch ja vorstellen, wie es mit Heizkleber und Kleben geht. Ist ja jetzt nicht eine Magister-Doktorarbeit. Aber eben toll. Wichtig ist auch dann schauen, wenn es kalt ist, dass wir die Oberseite quasi, hier diese Seite, diese Fläche, wieder sauber bekommen. Also das sollen keine großen Rückstände sein, weil unsere kleinen Biester können sich dann wunderbar daran hocharbeiten. Jetzt können wir, weil das eh enger sitzt, auf der Seite auch noch ein bisschen ankleben. Genau, da nicht sparen. Soll gut halten. Bisschen rauszoomen und so sieht das Ganze dann aus. Einigermaßen reingeklebt hier. Genau, wir kratzen eben die obere Abteilung hier ein bisschen sauber. Einfach nur, je mehr Dreck hier ist, umso mehr Halt bekommen die Ameisen und dann bringt uns das Paraffinöl nämlich auch nichts mehr. Und dann kommen die kleinen Ameisen auch wieder raus. Und das wollen wir ja nicht immer. So, dann machen wir noch die Seite. Das hält eh schon ganz gut. Auch nochmal kurz mit dem Heißkleber. Ihr könnt ein bisschen zuschauen. Ich muss mich wirklich noch ein bisschen mit meinen Möchtegern-Tutorials ein bisschen verbessern. Ich glaube, da gibt es weitaus bessere als mich. Aber ich versuche eben euch ein bisschen zu zeigen, was ich sonst so mache, wenn mir gerade langweilig ist. Und wie ihr seht, ist ja so eine Sache ja ruckzuck aufgebaut.
So eine Straße ist ja gleich gemacht. So, dann nehmen wir gleich das Teil, putzen es noch sauber. Ich gehe noch ein bisschen zurück. So. Ich bin ja so Live-Kommentator. Tut mir leid, wenn ich euch das nervt. Ihr könnt auch den Ton abschalten und irgendwie eine coole Mucke reinmachen. Ich versuche das irgendwie ein bisschen zu kommentieren, sonst kenne ich mich selber nicht mehr aus. So, dann nehmen wir das andere. Das ist noch nicht ganz trocken. Passen das Ganze an und machen wieder mit der Zwei-Punkt-Methode zwei Stellen, die schon mal kleben. Das ist jetzt ein bisschen eine Fummelerei. Aber wir machen es dann von innen auch nochmal. Ziehen wir gleich so eine Länge durch, drücken das Ganze an. Und blasen wieder. So, jetzt vorsichtig das Ganze hier auch noch. Ich drücke den immer ein bisschen fest, dass er auch in die letzte Fuge ein bisschen reinkommt. Und dann sieht das Ganze schon recht respektabel aus. Natürlich ist es keine Profiarbeit. Aber Ameisenhaltung hat ja nicht unbedingt was mit Profiarbeiten zu tun. Man soll Spaß dran haben und wenn man den Ameisen irgendwie was Cooles bauen kann oder will, soll man das tun. Oder ob das jetzt den Schönheitswettbewerb gewinnt, den ersten Preis oder nicht, ist ja nicht so wichtig. So, wir kleben jetzt, innen klebe ich jetzt noch ein bisschen auf der unteren Fuge rein. Ich muss jetzt schauen, dass das funktioniert hier und nach oben hin lassen wir das Ganze, damit ich da noch ein bisschen Paraffinöl drauf bekomme. Wie das Ganze dann mit vielen Ameisen ist, sehen wir dann im Langzeittest. Ich kann mir vorstellen, solange das Paraffinöl hält, ist es kein Thema. Und zur allergrößten Not könnte man ja quasi mit Acrylglas einen Deckel machen zum Reinschauen. Oder man nimmt den vorhandenen Deckel, der bei dieser Schiene hier dabei war. So, das hält schon ganz gut. Und das ist das, was ich gemeint habe. Jetzt braucht es nicht mehr lange nachtrocknen. Es hält eigentlich schon so weit, bis wir die nächsten Arbeitsschritte machen. Ist das Ganze recht fest. Und wir können wieder weiterarbeiten. So, jetzt kommt die zweite Seite. Hier auch wieder ein bisschen murksen, murksen. Natürlich sage ich auch dazu, diese Schienen gibt es in verschiedenen Größen und Breiten. Ich habe mir jetzt relativ für ein mittleres Modell entschieden, würde ich mal sagen. Hauptsache eben als Test. Ob das auch so angenommen wird, wie ich mir das erhoffe. Aber man kann es sicher auch breiter machen. Man kann es aus Metallschiene machen oder aus Acrylglas bauen oder was weiß ich, was ihr alles daheim habt. Ich glaube, da ist der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Je breiter so eine Straße ist, umso größer soll auch die Kolonie sein. So. Ein bisschen mehr. Ich muss echt sagen, für das, dass ich das jetzt einfach aus Jux und Dollerei mache, sieht das gar nicht mal so doof aus. Wie schon gesagt, ihr könnt es sicher noch besser machen, aber ich finde, es ist ja in der Ameisenhaltung kein Wettbewerb. Es soll Spaß machen und in erster Linie soll es den Ameisen gut gehen. Der Rest ist ja nicht so
so unbedingt wichtig. So. Was ich mir auf jeden Fall jetzt merke, bevor da irgendeine Ameise reinkommt, das Ganze nochmal ganz sauber am Rand putzen, damit hier ja das Paraffinöl funktioniert. So, so sieht das Ganze dann eigentlich aus. Unspektakulär, aber wirkungsvoll. Moment, so, ein bisschen rauf hier. Vorne ein Schlauch, hinten ein Schlauch. Da kann man jetzt super das Nest und die Arena zwischenschalten. Und hier haben wir quasi eine kleine Freilauffläche für unsere Ameisen, die gerne Straßen bilden. Den schalten wir wieder aus. Braucht man nicht mehr. So. Ihr seht, ich bin ja nicht der optimale, brave Handwerker. Bei mir schaut es immer ein bisschen mehr aus, aber das passt schon. Das hält wirklich besser als gedacht. So, wir nehmen jetzt das Panzertape und machen uns da in dem Fall zwei schöne Flecken runter und kleben die über die Löcher. Einfach nur aus dem Grund, dass wir hundertprozentig sicher gehen, dass da nichts einen Weg runter findet. Panzertape ist eben das Heilmittel für fast alle Wehwehchen, die man so hat. Rein. Also ihr seht eigentlich, das geht ruckzuck. Wir sind jetzt noch nicht mal bei 15 Minuten und die Grundkonstruktion funktioniert schon mal. Ich mache jetzt auf der anderen Seite auch noch zwei Flicken rein. Einfach nur als doppelte Absicherung. Wie viel sich das Ganze in der Praxis dann bringt, sehen wir dann eh, aber ich schätze mal, dadurch, dass ich Gips auch noch drauf mache, kann da nicht viel passieren. Die werden gar nicht merken, dass sie noch einen Ausgang hätten. So. Gut. Wir sind eigentlich eh schon ganz gut unterwegs. Jetzt machen wir uns Gips an. Abgedichtet ist es ja im Grunde, kann nicht viel passieren. Da machen wir jetzt ein bisschen Modelliergips rein. Und ich habe mir jetzt vorgestellt, dass ich das Ganze rein gieße. Aber jetzt eine nicht so flüssige Konsistenz mache. Also, sie soll schon einigermaßen gleich trocken auch werden. Schauen wir mal. Mengenangaben gebe ich euch jetzt nicht an. Ihr könnt euch vorstellen, was ich meine. Nicht zu flüssig, nicht zu fest. Soll alles so, dass es halt funktioniert. Das ist jetzt noch ein bisschen zu flüssig. Der Gips, der zieht relativ schnell an, was uns hier zugute kommt. Ja, das sieht schon besser aus. Einfach so eine typische Puddinger Sache würde ich jetzt machen. Einfach, dass es schon fester wird, aber sich noch leicht verarbeiten lässt. Und den Sand, den gebe ich dann zum Schluss als letzte Schicht drauf, drücke ihn leicht an, den Rest wird abgesaugt und dann steht die Gaudi eigentlich schon wieder wunderbar da. So, Gips haben wir. Jetzt machen wir da wieder ein bisschen Zoom. Kameramann wird auch keiner aus mir. So, dann gießen wir den Gips jetzt quasi so rein. Ja, habe ich sogar ein bisschen zu viel gemacht und ein bisschen zu dick gemacht, aber das kriegen wir hin. Das schütteln wir einfach links und rechts, klopfen das, dass die ganzen Luftblasen rauskommen,
und dann warten wir, bis das wieder ein bisschen trocken wird. Das kann eigentlich nicht lange dauern. Jetzt machen wir in der Zwischenzeit hier eine kleine Aufnahme. So. Ich habe jetzt, wenn man das so sieht, jetzt so, dass der Eingang zur Straße eigentlich ebenerdig ist, also plan ist, dass die Ameisen hier ohne Mühe rauskommen können und eventuell die Beute und die Körner, die sie zu tragen haben, jetzt im Fall Messer, hier leicht reintransportieren können. So, dann gehen wir her und streuen den Sand rein. Eben nur so leicht drauf. Bisschen andrücken für die erste Schicht. Das lassen wir dann trocknen ein wenig. Und das machen wir dann mit Fingerspitzengefühl. Eben wenn das Ganze dann ein bisschen trocken ist. Wir machen kurz Pause. So, in der Zwischenzeit habe ich ein bisschen aufgeräumt. Die Vorbeschichtung quasi, kann man sagen, ist jetzt so weit trocken, dass man sie leicht berühren kann, aber noch feucht genug, dass der neue Sand halten wird, Deutsch sprechen. Was ich jetzt noch mache, ich gieße jetzt da eine ordentliche Ladung Sand rein. Ruhig ein bisschen mehr. Das Ganze vorsichtig ein bisschen schwenken. So. Und alles, was jetzt überschüssig ist, sauge ich dann einfach ab. Da bleibt dann der Sand drinnen, den ich brauche. Und der, was mir eine schöne Struktur macht. Lassen wir das Ganze noch schön eintrocknen und dann zeigen wir euch, also dann zeige ich euch, wie das Ganze fertig ausschaut. Bis gleich. So, und so sieht das Ganze nun fertig aus. Wir gehen jetzt das Ganze nochmal langsam durch. Ich habe hier ein paar Dekosteinchen reingemacht, dass das Ganze ein bisschen noch natürlicher ausschaut. Natürlich so geschaut, dass ich die oberen 1 cm würde ich mal schätzen freilasse, da kommt das Paraffinöl hin. Ist jetzt eher spartanisch eingerichtet, es ist ja nur eine Straße. Den Rest werden wahrscheinlich die Messer machen und genau, also ihr seht, es ist jetzt eigentlich ruckzuck gegangen. Ich gebe euch noch einen guten Tipp. So, meine Kamera will wieder mal nicht. So, Entschuldigung. Ich gebe euch einen guten Tipp. Lasst den Gips gut ablüften, also dass er wirklich fast hart ist, nur noch leicht klebt. Dann hält der Sand noch besser drauf und ihr spart euch dann ein bisschen Schmiererei. Und ja, so funktioniert es ganz gut. Ihr seht, man braucht nicht viel. Ich habe jetzt insgesamt für dieses Stück, wenn man jetzt die Kosten ausrechnet, vielleicht 2, 3 oder vielleicht 5 Euro sein. Zeitaufwand waren jetzt knapp eine halbe Stunde mit Ablüften
und allem drum und dran. Wie dann meine Ameisen auf die neue Straße reagieren werden, sehen wir dann später in dem Video. Und genau, falls euch das Video gefallen hat, bitte gebt mir einen Daumen hoch. Wenn ihr Fragen habt, bitte stellt sie in den Kommentaren. Ich versuche es so möglichst einfach zu erklären. Ihr seht, es ist eigentlich keine Hexerei und sieht irgendwie auch ein bisschen cool aus. Und ja, also gebt dem Video einen Daumen hoch. Wir sehen uns dann beim nächsten Video. Und gut, macht's gut, Leute. Tschüss.